Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Platin. Ja, wir waren hier in dem Gebäude von Team Galactic stehen geblieben. Wollen jetzt gegen den Commander da oben kämpfen. Vorher gucken wir mal, ob wir da was Neues haben. Ein Supertrank. Der ist gut. Und einen normalen Trank. Perfekt. Genau, dann würde ich sagen, kämpfen wir gleich mal los. Oh, wir müssen gleich ansprechen. Hol ich mir erst Item. Ein Upgrade. Das ist für Porygon wichtig. Aber für uns jetzt in dem Let's Play nicht. Wolltest du was? Ach, wieso fragst du dumm? Du willst die Pokémon befreien? Ja klar, als ob ich das erlauben würde. Ich, Jupiter, kümmere mich persönlich um dich. Oh. Jupiter, wusstest du doch irgendwie. Schlüssel gehen wir weg. So. Jawohl, Zuba, das hätte ich gewusst. Lol. Habe ich mich verklickt? Sorry, guys. Sorry. Sorry for being a fanny. Gut, dass es super jetzt ist, hat ich halt Glück. Ich wusste es nicht mehr. Und jetzt kommt ihr mit einem Skunk-Tank an. Das weiß ich aber noch. No. Ja, richtig. Soweit ich weiß, gab es Charmian in Pokémon Pokémon Perl und das in Diamant, aber ich bin mir auch nicht mehr zu 100% sicher. Es kann auch sein, dass ich jetzt hier falsch liege. Oh, das war ein Volltreffer, das ist nicht gut. Ich hätte mich gerade Kind genannt, was ist das für eine? Ist aber nicht nett. Jo. Wir müssen wieder Oskin-Training betreiben. Mal so ganz nebenbei. Jawohl, paralyzed. Blöde Kuh! Aber wenigstens greifen wir jetzt erst an. Und hoffen einfach mal drauf, dass wir den jetzt two-hitten. Na, verdammt, tun wir nicht. Okay, Hugox ist down. Jetzt versuchen wir es mit Niklas. Und zwar setzen wir erstmal Sternschauer ein. Oh, was zieht Sternschauer so? Das ist nicht gut. Aquaknarre? Nein, verdammt. Aber komm, Marmelin, du überlebst einen Nachthieb. Jawohl, muss schon sagen, das sollte ja schon drin sein. Das sollte ja schon drin sein. Gut, da haben wir Skunk-Tank besiegt. 1029 E-Punkte. Einem Kind unterlegen. Oh Mann! Hui. Du bist ganz schön zäh. Macht aber nichts. Unsere Untersuchung der Pokémon-Statue ist beendet. Mars hat die Energie des Windkraftwerks gespeichert. Wir sind hier fertig. Aber eine Sache verrate ich dir. Unser Boss erforscht die alte Pokémon-Mythologie. Mit der Macht der mystischen Pokémon wird er ganz Sinnoh beherrschen. Also kommt Team Galactic nie wieder in die Quere, klar? Das ist meine letzte Warnung. Ich habe mein Piepel zurück. Das ist allein dein Verdienst. Aber jedenfalls sind sie jetzt weg. Vielen Dank. Schaut beim Fahrradgeschäft vorbei, wenn du näher bist, ja? Klar, genau. Von dem kriegen wir jetzt nämlich dann ein Fahrrad geschenkt. Das nehmen wir natürlich gerne an. So, dann kommen wir jetzt demnächst auch raus aus EV, genau. Raus hier so. Bams. Ach, die Musik. Wir haben mal wieder 23:12. Und mein Timer hat gestoppt. So will ich das noch sehen. Wird es ein etwas längerer Part? Ist ja auch nicht schlimm. Ach, stimmt, wir können Rotom ablegen. Rotom brauchen wir ja gar nicht. So. Zack, ablegen. Bams. Gut, dann würden wir sagen, jetzt gehen wir uns unser Fahrrad abholen. Vorhin werden wir nämlich aufgehalten. Von Cynthia. Da bist du ja.
Ich habe dich schon gesucht. Hier, ich habe nämlich etwas Schönes. Es ist ein Pokémon-Ei. Das möchte ich dir gern geben. Bitte nimm's. Dankeschön. Spitze. Das Pokémon-Ei ist mit Sicherheit auch glücklich. Ich weiß es einfach. Nimm das Ei zusammen mit deinem Pokémon auf deine Reise mit. Eines Tages wird dein Pokémon aus dem Schlüpfen. So wird sich eine weitere Seite deines Pokédex füllen. Ein schöner Gedanke. Bis zum nächsten Mal. Okay. Okay. Danke, dass du mich gerettet hast. Lass mich dir etwas schenken. Das allerneueste Fahrradmodell. Bitte nimm es. Ich bestehe drauf. Cool. Jetzt haben wir so unser Fahrrad. Was werden wir auch gleich selecten. Registrieren. Und den ganzen nur gibt es sogar Fahrradständer. Das sind die hier. Was wir noch brauchen ist... Wo haben wir das? Ja, hier. Den Forschersack, weil sonst kommen wir nicht weiter. Ich bin der Erste, der im Untergrund Tunnel gegraben hat. Man nennt mich den Untergrundmann. Also nenne auch ich mich so. Ich habe ein Geschenk für dich. Ich setze es mit Verstand ein. Forschersack. Dieser Forschersack bringt dich in den Untergrund, wann immer du willst. Du musst ihn nur verwenden und schon bist du in den Tunnel. Der Untergrund ist eine ganz andere Welt. Dort kannst du dies und das und jenes tun. Lass dich überraschen. Ich kann dir beibringen und gut erhöhen. Nein, bin ich leider nicht. Hat hier wenig Sinn für uns. Ich meine, da kann man Entwicklungssteine und so weiter ausgraben. Und Puppe-Stücke und so weiter. Aber nee, brauchen wir so jetzt nicht. Gut, jetzt kommen wir weiter. Auf den Radweg. Aber erstmal steht hier noch Professor Albers Assistent. Marcel, lange nicht gesehen. Oh, du siehst so erstaunt aus, du fragst dich, wer ich bin? Ich bin Assistent von Pokémon Professor Eibe, der Vater von Lucia. Auf Wunsch des Professors bin ich hierher gekommen, um dir bei deinem Abenteuer zu helfen. Marcel, wenn ich fragen darf, wie viele Pokémon hast du getroffen? Ach du liebe Zeit, du hast 46 Pokémon getroffen? Wunderbar, bravo, Professor Eibe wird erfreut sein. Hier, etwas für dich. EP-Teil halten, schade das... Was heißt schade, hier ist er noch nicht so OP wie in den nächsten Generationen, so ja. Jetzt können wir Fahrrad fahren. Und hier gibt es Tränen auf der Route. Hui. Hier auf der Route wird überwiegend Staravia benutzt und Pikachu. Ja, genau. Das meine ich. Es setzt Donnerwelle ein. Es will mich doch jetzt schon nerven. Wieso nervt er denn jetzt schon? Egal. Ah, schade. Slam. Jo, ist klar, ne? Volltreffer. Alles klar, versteht schon. Hey du, gar nicht schlecht. Ja. Mal gucken. Ah, okay. Wir wollen mal gucken, ob wir was zum Heilen haben. Was für Bären haben wir? Ah, Paralyse, perfekt. Ey. Paralyse ist geheilt. Und noch einen Trank einsetzen. Jetzt noch mit der kämpfen. Auf dem Rad sitzen ist kein tolles Gefühl. Es ist ein tolles Gefühl und es wird noch toller sein, nachdem ich dich in einem Kampf besiegt habe. Warum? Selbst wenn du mich besiegen würdest. Für dein Pokémon so viel KP-Schaden zufügen, dass du es heilen gehen musst. Aber das wird nicht passieren, weil du nur einen Staravia hast. Das eben mal kein Problem für Hugox ist. Es sei denn, es hat Bedroher. Dann wird es eh kein One-Hit. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ah, es ist aber Paralyze. Das heißt, es ist jetzt besiegt. Es ist wenigstens gut. Das freut uns doch. Wenigstens etwas, ein bisschen, ne? Bam. Biker Meier. Okay. Okay, okay. Hier haben wir noch einen. Ah, oh, juckt's. So. Jetzt nicht mehr.
Bonita. Wechseln wir einfach mal aus. Auf Niklas. Bam, Predictor, Alter. Mal gucken, was so eine Wasserdüse abzieht. Wasserdüse ist jetzt ja nicht die Überattacke. Na, aber es reicht. Gut, dann haben wir jetzt auch Ponita besiegt. Das sollte auch ein Level-Up für Niklas sein. Level-Ups freuen uns immer. Oh, Hugo sogar auch. Versucht Buller zu lernen. Buller brauchen wir aber überhaupt nicht. Ist einfach unnötig. Und Level-Up für Niklas. Sehr schön. Der Oleg. Und hier ist noch einer. So, ich bin gerade überlegen. Ich hatte mir überlegt, nämlich ein... Ja, doch, das machen wir. Ich werde dann halt offscreen trainieren müssen. Werde mir aber da jetzt auch einen Kaumalat fangen gehen. Und noch ein starrer Lili. Okay. Hat sie da etwa noch einen starrer Bier oder hat sie nur starrer Lilis? Starrer Lilis ist so süß und es hat voll den coolen Ruf, finde ich. Das ist... Ja, das klingt voll süß. Noch eins. Juhu. Ja, ne? Ich wollte sagen, das war zu Stachel Lilia, aber dann kommt so einmal mit Ruckzucki um die Ecke. Aber das sollte mehr oder weniger kein Problem sein. Balka Elke. Oh weh, da bin ich vor 5 Fahrrad gefallen. Ist ja Pech, ne? Dein Vater verfügt aber. Ja. Diese Biker, diese Trainer sind einfach so unnötig im Vorlesen. Auch noch ein starrer Lilly. Und Staravia, das kommt natürlich nochmal mit Bedroher daher, muss er ja sein. Das ist möglich, dass mit viel Glück sogar uns noch besiegt. Nein, aber es ist trotzdem ein One-Hit, das ist gut. Das ist doch sehr gut. Und ein Level-Up für Hugox. Noch besser. Aufprall, Kulla. Jetzt müssen wir hier rein. Ich glaube, da ist der nächste Trainer. Da ist der nächste Trainer. Perfekt. Ein Fahrrad wird dich über lange Strecken tragen. Einzig deine Ausdauer entscheidet, wie weit du kommst. Oh, ne? Ich denke mal schon, dass wir einiges an Ausdauer haben. Ein Shinox, wow. Level 21 sogar. Schade. Oh, ist jetzt Funkensprung ein. Das ist natürlich nicht das Schlauste, was der Shinox machen konnte. Gegen seine Weiterentwicklung Funkensprung ein. Alter. So viel habe ich nicht gerechnet. Ich heile es aber nicht mehr, weil da unten kommen wir dann gleich nochmal an der Zählingen ran. Dort haben wir die Möglichkeit nochmal zum Heilen gehen. Kämpf. So, noch 2 Trainer auf der Route. Auf der Route habe ich mir angeboten, immer alle Trainer zu machen. Habe ich mir einfach so... Es kommt ein Ponita. Da wechseln wir natürlich aus. Macht keinen Sinn mit Hugox drin zu bleiben. Da kommt dann einfach Niklas rein. Ah, Quack, Knache. Bams.
Alter, mit seinem Fuß auf mein Oh Gott! Komm, Niklas, das besiegst du jetzt noch. Jawohl. Nice one. Da setzt du es einfach mal Wukong ein. Wukong hat schon lange nicht mehr gekämpft. Hat sich auch mal wieder was verdient. Mit einem netten Flammenrad. Sollte es doch kein Problem für dich sein. Ja, guck, sag ich doch. Kein Ding für einen King. Rachel auch besiegt. Dann auch den Trainer, dann haben wir die Route auch geschafft. Hoffen wir mal, dass unser Trainer nicht mehr allzu große Probleme stellt. Das würde ziemlich nerven. Sehr sogar. Pikachu. Es muss natürlich nochmal nerven. Weil das Pikachu wird uns jetzt verkloppen. Sag ich ja. Aber wir haben ja auch noch unser Wukong. Das wird mit so einem Pikachu klarkommen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Auch wenn wir jetzt dann auch höchstwahrscheinlich paralysiert sind, weil ich mein Glück bei Pikachu kenne. Mit Ansage, Jungs. Mit Ansage. Katharina Kabums. So, jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit. Am Anfang konnten wir eh nicht hier lang. Guck mal, die gibt uns sogar was. Bam, Fahne halten. So, nee, aber ich wollte sagen, vorher konnten wir hier runter nicht gehen. Also wir konnten runter, aber wir kamen nicht mehr hoch. Jetzt kommen wir hoch. Und bei den Fahren haben wir zwei Gänge. Mit diesem Gang sind wir langsam und kontrolliert und hier sind wir halt schnell und haben nicht so die Kontrolle drüber. Aber ist kein Problem. Wir fahren trotzdem mal mit dem schnellen Gang. Gut, unsere Pokémon sind wieder topfit. Jetzt kommt nämlich hier Niklas nach vorne. Das machen wir mal so, dass wir wissen, wie es gehört. Oh, bald ist es soweit. Okay. Jetzt gehen wir mal gucken, was da oben so ist. Bevor wir weitergehen. Da, da. Der Baum, ja, der wird zerschnitten. Zack. Oh, verdammt, ein wildes Pokémon. Was willst du jetzt, so wildes Mascholo? Einfach nur nerven willst du. Oh. Das besiege ich. Einfach nur das Prinzip. Man weiß eh, ein One-Hit ist. Und tops. Ach was, da hat jemand gespeedet, habe ich nicht gesehen. Mann, nervt doch nicht, Ponita, ich will doch nur hier durch. Ich weiß, der Part ist wahrscheinlich schon etwas lange. Oh nein! Jetzt muss ich außen rum gehen. Weil du Nervensäger mit bekämpfen musst, Mann. Lol. Los, geht ab. Okay. Okay. Damit ist Onyx auch down. Und noch ein Onyx. Das heißt, ein freshes Level Up für Niklas. Nice, Level 24. Wanderer Tobias.
Oh, ist das nervig. Bams. So. Und hier drin finden wir unser nächstes Pokémon. Ich würde sagen, das suche ich mal im Offscreen. Dann bis gleich. Leute, bevor ich das Pokémon Offscreen suche, ich habe natürlich einen brutalen Fail gemacht. Tut mir leid. Und zwar ist das Pokémon nicht dort in der Höhle, sondern hier versteckt unter der Brücke. Und versteckt unter der Brücke finden wir auch ein paar Items, deswegen. Ja, die Höhle erkunden wir aber im nächsten Part. Ich suche das Pokémon Offscreen, zeig's euch dann im nächsten Part. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Das Pokémon seht ihr dann auch gleich trainiert. Bis dann, Leute. Haut rein und ciao.